Hast du dich in letzter Zeit gefragt, was dieses Mesh ist, von dem alle reden und was es mit WLAN zu tun hat? Kein Problem, ich entwirre dich mal. Im Grunde genommen bedeutet Mesh nichts weiter, als dass mehrere Netzwerkkomponenten wie Router, Repeater und Powerline in einem gemeinsamen Heimnetzwerk miteinander verwoben werden, um die Empfangsqualität in deinem gesamten Zuhause zu optimieren. Ah ja. Der Router, die Fritzbox, das ist die Internetzentrale bei dir zu Hause. Hier kommt also das Internet raus. Es kann gut sein, dass die Fritzbox bei dir zu Hause ausreicht und du überall super Empfang hast. Hast du aber sehr dicke Wände oder wohnst sehr groß, dann kann es sein, dass deine Geräte, die in Räumen stehen, die weiter weg von der Fritzbox entfernt sind, nicht so guten Empfang haben und das Surfen dort auch nicht so gut gelingt. In solchen Fällen musst du dein WLAN-Signal verstärken. Das geht ganz einfach mit Repeatern und Powerlines. Mithilfe dieser Geräte schaffst du neue Zugangspunkte in dein WLAN-Netzwerk. Das Coole ist, wenn du dein Netzwerk so erweiterst, haben die neuen Netzwerkkomponenten denselben WLAN-Namen und dasselbe Kennwort. Mit einem einfachen Knopfdruck bist du startbereit. Mehr ist nicht zu tun. Wie du den Knopf richtig drückst, zeige ich dir in einem anderen Video. Alle mit dem WLAN verbundenen Geräte wie Tablet, Smartphone, Laptop, Babyphone, Lautsprecher und so weiter wählen automatisch den für sie besten und stärksten Zugangspunkt aus, um sich ins WLAN einzuwählen. So haben die Geräte das bei dir schnellstmögliche Internet. Solltest du jetzt also von einem Ende der Wohnung zum anderen Ende gehen, verbindet sich zum Beispiel dein Smartphone auf dem Weg automatisch mit dem stärksten Zugangspunkt auf der Strecke. Es gibt keine Abbrüche oder ähnliches. Du merkst es also gar nicht. Jetzt weißt du, was Mesh-WLAN ist und wie es funktioniert. In anderen Folgen zeige ich dir noch mehr zu Repeatern und Powerlines. Und natürlich, wie man sie konfiguriert. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie auf jeden Fall in die Kommentare. Hinterlass auch gerne einen Daumen nach oben und lass ein Abo da. Wir sehen uns. Bis bald.